Mehr als 5 Jahre nach den Panama Papers gibt es erneut ein Datenleck, das offenlegt, wie Politiker, Oligarchen und Prominente ihr Geld in Steueroasen verstecken. Die sogenannten Pandora Papers wurden dem Internationalen Konsortium für investigative Journalisten zugespielt und von Redaktionen weltweit ausgewertet. Diese Recherchen, an denen in Deutschland NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung beteiligt waren, zeigen, wie Briefkastenfirmen für die Geschäfte genutzt wurden. Andrej Babiš, amtierender tschechischer Ministerpräsident. Aktuell ist Wahlkampf in dem EU-Staat. Nun zeigen die Pandora Papers, Babiš ließ 3 Briefkastenfirmen gründen, um dieses Anwesen in Frankreich zu kaufen. Diese Konstruktion hat er offenbar nicht wie vorgeschrieben angegeben. Fragwürdige Briefkastenfirmen werden laut Experten häufig genutzt, um Geldflüsse zu verschleiern. Wenn jemand Immobilien über komplexe Offshore-Konstruktionen hält, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass entweder da das vor dem Fiskus, vom Finanzamt versteckt werden soll und die Erträge nicht versteuert werden, oder dass die Gelder eben aus dubiosen Quellen stammen und durch die Konstruktion das verschleiert werden soll. Der Datensatz besteht aus rund 12 Millionen vertraulichen Unterlagen und zeigt die Eigentümer von 27.000 Briefkastenfirmen. Besonders auffällig in dem Leak, auch mehr als 330 Politiker haben ihr Geld mit Hilfe von Briefkastenfirmen angelegt. Darunter auch der jordanische König, der beispielsweise Immobilien in den USA erwarb. Und die aserbaidschanische Herrscherfamilie. Sie und Vertraute kauften für 500 Millionen Euro Häuser in Großbritannien. Die große Zahl an Politikern in dem Leak, für Experten ein Grund für den mühsamen Kampf gegen Steueroasen. Wenn Sie über Offshore-Gesellschaften mit Ihren Geschäften diese Gesetze und diese Regeln und auch die Rechenschaftspflicht gegenüber ihren Wählern umgehen, ist das bei ihnen besonders problematisch. Der jordanische König erklärt, die meisten Briefkastenfirmen gehörten ihm nicht mehr. Die Herrscherfamilie aus Aserbaidschan und Premier Babiš äußerten sich nicht zu den Vorgängen.